Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Gericht aus der beliebten Kategorie Fische sind Freunde, schmecken aber lecker. Es gibt nach dieser polarisierenden Einleitung Basmati Gemüse Pangasius. Ja, wenn ihr das auf eine Menükarte schreiben würdet, würdet ihr schreiben Pangasius-Filet an Gemüsen und auf einem Basmati-Bett oder so. Ja? Wir fangen an mit dem Gemüse. Das bereiten wir hier im Varoma vor. Ich habe bereits die Pangasius-Filets gewaschen und gesalzen. Die kommen gleich in den Einlegeboden. Gemüse habe ich für euch 400 Gramm Brokkoli. Die kommen unten hin. Dann 250 Gramm Karotte obendrauf. Und das hier sind 100 Gramm Champignons und eine klein geschnittene oder klein gehackte Knoblauchzehe ebenfalls obendrauf. So, bevor wir jetzt das Pangasius fertig machen, legen wir noch ein Stückchen Butter aufs Gemüse drauf und stellen das jetzt erstmal hier zur Seite. Pangasius, wisst ihr, ist ein Wels. Wie gesagt, ich habe das schon gewaschen und gesalzen. Kommt jetzt hier in den Einlegeboden. Und das Ganze bedecken wir jetzt mit Zitronenscheiben, einfach fürs Aroma. Ja, die kommen einfach oben drauf. Ich nehme selbstverständlich ungespritzte Zitronen, ist ganz wichtig. Wir brauchen nachher auch nochmal Zitronenschale für die Soße. Und auch da natürlich nehmen wir ungespritzte Zitronen. Einlegeboden auf dem Aroma drauf. Dann machen wir eine Zwiebel und zwei Zehen Knoblauch hier in unseren Kessel und zerkleinern die mit den üblichen 5 Sekunden auf Stufe 5. Dann kommen 1 Liter Gemüsebrühe dazu. Die habe ich jetzt schon mal vorgekocht hier mit unserem kongenialen Suppengrundstock. Die kommen in den Kessel. Dann 150 Milliliter Weißwein, trockener Weißwein. Das hier ist ein Blatt aus den Lorbeeren, auf denen ich mich gelegentlich ausruhe. Und außerdem noch eine Messerspitze Nelkenpulver. Ja, also gemahlene Nelke. Da sollten wir wirklich nicht zu viel nehmen, weil das ist ja sehr, sehr geschmacksintensiv. Also da wirklich nur so einen Hauch. So, das Garkörbchen, das habe ich bereits befüllt mit 220 Gramm Basmati-Reis, wird eingehängt, Deckel drauf, Varoma mit Einlegeboden und Deckel oben drauf. Ja, und spätestens jetzt merkt ihr, wow, das ist ja ein One-Pot und ihr habt recht. 25 Minuten wird das Ganze jetzt in der Varoma-Stufe gegart, und zwar in Stufe 2. Und dann kümmern wir uns um die Soße. 25 Minuten sind vorbei und jetzt machen wir noch ganz schnell die Soße. Ja, dazu, oh, das sieht richtig gut aus hier, der Fisch. Das Gemüse ist auch schön durch. Den Reis im Garkörbchen nehmen wir auch mal raus. Dummerweise ist jetzt gerade mein Spatel in der Spülmaschine. Deswegen mache ich das jetzt mal so. Heiß, heiß, heiß. Gut. Warm stellen kurz. Ja. Ich werde das jetzt das zumindest hier mal in den Backofen stellen. Der hat noch etwas, beziehungsweise in die Mikrowelle stellen. Die hat zwar keine Restwärme mehr, aber die ist gut isoliert. Reis lasse ich noch draußen stehen, den brauchen wir nämlich gleich. Und zwar 3 Esslöffel von selbigem. Das machen wir jetzt hier, ist der Rest von der Gemüsebrühe. Ja. Gemüsebrühe, Butter, was da alles runtergetropft ist, vom Fisch, Fond, was auch immer. Ja. 3 gehäufte Esslöffel Reis kommen da jetzt rein. Schlitter. Und 100 Gramm saure Sahne, 10%ige. Dann die Schale, ich habe die jetzt schon klein geschnitten so ein bisschen, einer halben Zitrone sowie der Saft einer halben Zitrone. Ein bisschen Salz, etwas Pfeffer
und ein Teelöffel Kräuter der Provence. So, das Ganze wird jetzt 20 Sekunden auf Stufe 10 gemischt, zerkleinert, emulgiert, was auch immer. So, und jetzt nochmal 3 Minuten gekocht mit 100 Grad auf Stufe 3. Und dann ist die Soße auch schon fertig. Ja, das ist ja einfach. Wie bei den meisten Thermomix-Rezepten kommt mir jetzt die Soße doch echt wieder viel vor. Aber ja, also ich mag das. Ich mag gerne Soßen. Schauen wir mal, was am Ende dabei übrig bleibt. Ja? Aber lieber man hat zu viel Soße als zu wenig. So, das ist jetzt noch eine Minute, bis die Soße fertig ist. Ich werde das jetzt hier schon mal auf dem Teller anrichten. Ich glaube, die Zitronenscheiben, die nehme ich jetzt runter. Die haben ihren Zweck weitestgehend erfüllt. Ein schönes One-Pot-Gericht. Soße, ja, ist sehr flüssig, muss ich sagen. Ich hole die jetzt wirklich, glaube ich, auch mit der Kelle hier raus. Riecht aber ganz fantastisch. Und macht da jetzt einfach ein bisschen über den Reis, ein klein bisschen über das Pangasius. Guck mal, komm, so für die Deko legen wir mal ein Scheibchen Zitrone nochmal oben drauf. Jetzt muss noch getestet werden. Als erstes teste ich natürlich den Fisch. Ich weiß aber aus Erfahrung, weil ich oft schon Fisch gedämpft habe im Varoma, dass der mit Sicherheit sehr gut ist und auch durch ist. Pangasius ist ja generell ein sehr leckerer Fisch. Und jetzt schauen wir mal, wie das mit der Soße ist. Ist sehr erfrischend durch die Zitrone, sowohl im Pangasius als auch die Zitronenschale und den Zitronensaft in der Soße. Der Brokkoli ist verdammt heiß. Hätte ich wissen müssen. Nee, aber Spaß beiseite. Die Soße ist wirklich großartig. Muss ich jetzt einfach mal so probieren. Hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr binden können. Also ich dachte eigentlich, dass das durch den Reis, den wir da reinmachen, mehr bindet. Aber es klumpt, glaube ich, auch schnell. Die Soße ist wirklich sehr, sehr lecker. Ich mag das. Nee, ich glaube, das ist wirklich eher so ein Gericht für den Sommer. Ja? Schönes, leichtes Gericht. Nicht nur leicht zum Verzehren, sondern auch leicht zuzubereiten. Ein One-Pot, wie er eigentlich besser nicht sein kann. Und geschmacklich bin ich absolut begeistert. Macht das nach. Unbedingt. Ja? Eigentlich wie alles, was bei uns hier im Wunderkessel-Forum steht, beziehungsweise was wir hier für euch nachkochen, ist mit, ich sag mal, Gelinggarantie. Ja? Das auf jeden Fall funktioniert einfach, wenn ihr euch an das haltet, was wir euch hier im Video gesagt haben, beziehungsweise was in der PDF steht, die ihr runterladen könnt. In der Videobeschreibung, da findet ihr immer einen Link zu einer PDF-Datei, wo die Rezepte alle nochmal sind. Und ich hoffe, euch schmeckt es genauso gut wie mir. Ihr dürft das gerne kommentieren, wie es euch geschmeckt hat. Vielleicht habt ihr auch noch tolle Rezeptideen, die ich unbedingt mal nachkochen muss. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert den Kanal, denn nur hier gibt es die besten Rezepte aus dem Wunderkessel-Forum. Lasst mir noch ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall, euch bald wieder hier bekochen zu dürfen und esse jetzt meinen Pangasius. Bis dahin, tschüss und guten Appetit.